Also meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem etwas kürzeren Video. Heute möchte ich einmal das neu angekündigte Update ganz kurz vorstellen und meine Prediction für die Zukunft dazu geben. Wir fangen also damit an. Erstmal wurde ein ganz, ganz großes Thema aufgewirbelt, nämlich, dass ein neuer Core Draconis rauskommt, beziehungsweise der nicht Draconis heißt, sondern Dämonis und somit ein neuer Eichestein, nämlich der 7. Achtung, keine Sorge. Das wird nicht den Z-Effekt beeinflussen und es wird auch nicht die vorhandene Alchemie beeinflussen oder irgendwas kaputt machen. Es soll einfach nur noch einen neuen Eichestein geben, einen violetten. Dazu habe ich mal dieses Bild hier bearbeitet rechts, also nicht wundern, das ist nicht aus dem Originalspiel, das habe ich einfach mal so editiert. Die möglichen Startboni oder die maximalen Boni sind 16 Teufel, 16 Prezi und 16 Wit. Das sind die Standardboni, die ersten drei. Und die drei Zusatzboni, die halt, wie gesagt, wieder gedreht werden können, beziehungsweise die vier, die es gibt, sind stärkeres Int und 8 Metin. Ich denke mal, 8 Metin wird dann so das Way, der Way to go sein, das Ziel zu erreichen. Ihr bekommt den Core entweder, oder aktuell dann anscheinend nur durch die Splitter Plus Quests, die es gibt. Sprich, ihr kennt ja ab Level 110, auf der ZR-Map kann man ja die Core Draconis Plus Quest noch machen. Und diese kann man dann anscheinend irgendwie auswählen, ob man dann den normalen Core haben möchte, die zusätzlichen drei oder drei Core Dämonis, also den neuen. Bin also sehr gespannt, was das angeht. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Am Anfang denke ich mal, dass dann die Steine relativ viel wert sein werden. Mal gucken. Ist auf jeden Fall schon mal nice, was zu tun wieder und bin sehr gespannt, was das angeht. So, dann außerdem soll es 6., 7. Boni im Handschuh geben. Dafür gibt es 20 verschiedene Boni, die man da rein switchen kann. Und 11 davon wurden exklusiv nur für den Handschuh angefertigt. 3 wurden schon genannt im Forum. Unter anderem, greife Gegner in der Nähe mit Blitzen an. Das hört sich interessant an. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Vielleicht sind das so kleine Blitze, die mal rumgeschossen werden durch den Handschuh. Dann Widerstand gegen Sturz im Kampf. Vielleicht fällt man dann nicht mehr so oft oben auf den Johara-Maps. Das wäre vielleicht ganz nice. Natürlich doof für Mentalkrieger, die natürlich durch SK daran ja sozusagen den Vorteil hatten. Dann als 3. Boni wird genannt, Abklingzeiten für bestimmte Skills werden verringert. Was natürlich auch ganz nice ist, vielleicht für mich als Masu, wenn ich auf einmal so einen dunklen Stein oder sowas noch mehr mit Zauberspeed pushen kann. 6., 7. Boni lässt sich dann hinzufügen durch gelbes Glanzfragment oder das heilige Fragment. Dann wurde noch ein Punkt genannt, eine Verbesserung im Spiel. Es wird eine Funktion eingefügt zum Befreien, wenn der Char irgendwo feststeckt. Ich habe mal ein Fragezeichen reingepackt, weil da ist ein Surfbrett auf dem Bild drauf. Eventuell ist das Surfbrett dafür da, dass es dich dann irgendwie zur Seite teleportiert. Habe ich jetzt mal so eine Vermutung. Oder es ist ein Mount, mal gucken. Jedenfalls eine gute Funktion, wenn man tatsächlich irgendwo feststeckt, dass dann diese Funktion dich halt befreien kann. Das ist tatsächlich einigen Leuten schon auf dem Bazar passiert. Deswegen auch immer ganz nice. Damit kann man sich auf jeden Fall dann irgendwo hinaus importen. Dann ein wichtiger Punkt, den ich auch gut finde. Die sichtbaren Informationen von Spielern, die du in der Zone getroffen hast, werden nur temporär zwischengespeichert. Solltest du einen Spieler aus den Augen verlieren und ihn später wiedersehen, hat dies weniger starke Auswirkungen auf die Performance des Clients. Das finde ich gut. Sprich, wenn du auf dem Bazar rumläufst, dann werden die Informationen von den ganzen Leuten, die du hier triffst, wahrscheinlich auf deinem Client lokal zwischengespeichert und nicht immer permanent neu geladen, wenn du da durch die Gegend läufst. Ist, glaube ich, ganz gut. Das wird die Performance so ein bisschen verbessern. Gleichzeitig wahrscheinlich aber auch die Prozessorleistung ein bisschen in die Höhe treiben. Das wird sich zeigen, da bin ich sehr gespannt. Ich habe ja einen relativ krassen Prozessor, aber für Leute, die vielleicht... Ja, mal gucken, muss man beobachten, wie das sich entwickelt. Schauen wir mal, wie das dann im Prozessor dann aussieht. Mal gucken. Dann etwas, was mich ein bisschen verwundert oder ein bisschen, ja, neugierig macht. Hier auf dem Bild des neuen Updates ist ein Monster zu sehen, was ich nicht kenne, beziehungsweise 2 Stück. Wir haben diesen Wolf unten rechts und diesen komisch hässlichen aussehenden Ork, nenne ich es jetzt mal. Und unten links ist eine blaue Blüte und mit Wasserspritzern. Und ein Surfbrett, also irgendwie geht das in der Art Wasserrichtung. Ich habe jetzt mal eine ganz blöde Vermutung. Ein Element, was noch fehlt in unseren ganzen Elementarwelten im Spiel, ist Wasser. Imagine, es kommt noch so ein Wassertalisman raus oder sowas. Huhuhu, stellt euch das mal vor. Wassertali, Wasserelement, eieiei. Das ist nur eine Vermutung, mal gucken. Ja, stay tuned, das Update kommt demnächst irgendwann, mal gucken. Ein neues Datum wurde noch nicht genannt, also bin gespannt. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Peace und out.